Hallo und herzlich willkommen. Der Epic Auto Tower Enthusiast River Chief hat in letzter Zeit einige Challenges rausgeballert. Und an die aktuellste will ich mich jetzt mal wagen. Es geht darum, dass man drei Games spielt, drei Runden. Und man darf keinen Tower verwenden, den man in den beiden Runden oder in den Runden davor schon mal verwendet hat. Also quasi keine doppelten Tower rundenübergreifend. Genau, und da starten wir gleich mal rein. Und wir nehmen mal hier den Obsidian Tower. So, oh Gott. Und ein Bär. Ich nehme hier mal die Chest. Die ist dann halt auch weg, ne? Also die kann man, Chest, Dieb und alles, was Gold gibt, kann man halt jetzt dann in den nächsten Runden nicht mehr spielen. Aber das ist okay. Dafür ist es halt auch eine Challenge. Muss ja auch ein bisschen Nervenkitzel geben. Und ich glaube, die gibt, da ist da ziemlich gut dabei. So, Butler. Genau, also der Plan jetzt ist einfach nur Obsidian, Guardian ballern und vielleicht noch ein bisschen Gold generieren, damit wir noch mehr Obsidian, Guardian ballern. Um dann noch weiterzukommen und noch mehr Gold zu generieren und noch mehr Obsidian, Guardian. Ihr versteht schon. Obwohl, vielleicht könnte man das Obsidian-Bild auch ohne zusätzliches Gold-Income schaffen. Will ich die? Nee, jetzt gerade eigentlich noch nicht. Oder doch? Ja. Wenn die sich so aufdrängeln hier, dann nehmen wir die einfach mal mit. So, ja. Das Spiel haben wir ja schon mal gesehen. Da ist jetzt nichts Spannendes dabei. Also, Obsidian und Guardian. Das hat, glaube ich, jeder, der das Spiel schon mal gespielt hat, auch ausprobiert. Ist auch ein ziemlich cooles Bild, muss ich immer noch sagen. Bin immer noch, ja, schon Fan davon. Und sollte man wirklich mal gemacht haben. Aber ja, es ist jetzt nicht unbedingt das Komplexeste. Also es ist jetzt nicht, wo man überlegen muss, mache ich was, wo baue ich was hin? Roll ich nochmal oder mache ich eine Runde weiter? Geht da hier wirklich nur darum, eins, vielleicht zwei Obsidian zu haben? Und ja, dann den Rest mit Guardian auffüllen. Die kommen schon noch nicht mehr zu. Ah, okay, zweite Welle. Oh, die machen aber, naja, gut. Das ist knapp, aber zum Glück haben wir hier hinten noch ein bisschen Backup. Oh, die Chest würde ich schon mal spielen. Weil, ja, die Guardians, die Common Tower, die können wir ja schon eine ganze Weile hochstapeln. Also die gehen ja bis Level 6. Und dann ist Schluss. Es gibt zwei Relikte, heißt das, glaube ich, hier, die man dann hier oben findet. Die dann halt sagen, es gibt keine Obergrenze bei allen Towern, beziehungsweise gibt es dann noch eins für Common Tower, was Common Tower ziemlich gut bufft. Boah, der steht immer noch. Ja, aber auf die bin ich gar nicht so scharf. Besser fände ich,
Oh, jetzt kommt schon ein Boss. Ah, ob sie denn. Nee. Wohin? Ich bin eher auf. Genau. Plus 50% temporär Boni. Das finde ich ganz praktisch. Oh, zum Glück geben die sich selbst noch. Ja, okay. Ja, hier ist halt Stairway. Das, was allen Towern unbegrenzte. Das entfernt quasi den. Das entfernt das Level Cap von allen Towern. Hier können wir einen upgraden, naja. Und genau das ist das, was ich noch meinte. Allerdings können keine identischen Tower kommen. Ich krieg allerdings plus ein mehr jedes Mal zur Auswahl. Und Maximum von allen Towern ist increased by one. Ach, okay. Ich dachte, das wäre nur für Common Tower, aber da gibt es, glaube ich, auch nochmal ein anderes. Und wenn man das Maximum erreicht hat, kommt der Tower nicht mehr. Ich glaube, das bringt mir eigentlich ein bisschen mehr noch. Nee, da kommt nur einmal. Nee, ich nehme mal das. Und das wollen wir dann direkt. Im besten Fall direkt vor dem zweiten Boss zünden. Auf den Guardian. Ja, auf den ersten, auf den höchsten Guardian. Weiß ich allerdings auch nicht, ob das jetzt wirklich die beste Wahl war. Weil hier haben wir erstmal dreimal rollen dürfen. Oh Gott, eh jetzt hier mal noch ein paar Guardians kommen. Nee. Wieso? Da. Naja, das mit dem Plus 1 wäre vielleicht besser gewesen. Jetzt so nach 20 Mal rerollen. So coole Tower, die können wir aber alle gerade nicht spielen. Die können wir alle gerade überhaupt nicht gebrauchen. Und davon abgesehen habe ich bestimmt auch schon wieder einige übersehen. Noch eine Welle? Nee. Okay. Nee, das war nicht. Ah, was wegreißen. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht auf den Dieb verzichten wollte. Ansonsten nehmen wir einfach das Gold. Klassischer Chor. Ich hau das mal auf den vorne drauf. Und wenn der dann. Okay. Wenn der dann 4 ist, upgrade ich den nochmal. Und dann kümmern wir uns um die anderen. Umso eher der halt ein hohes Level hat und mehr Boni bringt, umso größer wird der dann halt auch. So. Ja, und ja, und jetzt haben wir wieder kein Gold.
Ui, jetzt kommt aber eine neue Welle. Er hat zum Glück aber auch eine gute Chest und einen Thief. Jawohl. Also auf eine Runde mit einem Dice Tower freue ich mich auch schon ein bisschen. Da können wir vielleicht nochmal wieder Glover Tower spielen. Haben wir ja bisher nur einmal. Und das lief jetzt im Nachhinein betrachtet auch ziemlich gut. Also da bin ich schon gut zufrieden mit. So, hier haben wir noch ein... sind jetzt schon Runde 17, also zweimal dürfen wir noch bauen. Oder, nee, dreimal. Also im Idealfall. Wir haben ja schon eine Krone verloren. Ein Zacken aus der Krone ist uns gebrochen worden. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass hier noch was durchkommt. Das wirkt erstmal sehr zufriedenstellend. Oh. Ist wie Tennis hier immer nach links und rechts gucken. Wenn der eine durch ist, geht zum nächsten. Oder Bob fahren. Bob fahren, gucken. Bob gucken fahren, ja. Oder so Rennsport. Ich glaube, das trifft es eher. Wie viel Kaffee kommt hier denn? Ist das ein Zeichen oder was? Will das Spiel mir irgendwas damit sagen? Mit 170 sind wir schon mal ganz gut dabei. Das geht jetzt noch ein bisschen höher, natürlich. So, nee, schade. Ja gut, egal. Ich glaube, jetzt hätte er eh nichts mehr gebracht. Und jawohl, haben wir geschafft. Die Dinger sind ja egal, also die sind außerhalb der Wertung. Okay, da haben wir die erste Runde gesehen. So, wir merken uns die Tower. Ich werde hier irgendwo mal markieren. Ihr seht es dann schon, welche jetzt raus sind. Ne? Also Chest, Thief, Obsidian und Guardian. Erstmal okay. War auch eine solide Runde, muss ich sagen. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. So. Jetzt bin ich noch ein bisschen am Überlegen, ob ich die Uncommon Tower nehme oder lieber den Rare Tower in der dritten Runde. Ja, ich... Jawohl. Nee, ich nehme mal die Uncommon. Sehr gut. So, Chest dürfen wir ja nicht. Dann nehme ich mal... Puh, was nehmen wir denn da mal? Schwierig. Oh, das Eck wäre aber vielleicht auch gut. Ich probiere es mal mit den zwei Dice. So. Ich hoffe mal, wir bekommen trotzdem noch irgendwie... Keine Ahnung, irgendwas. Was wollen wir denn eigentlich jetzt noch so machen? Ich glaube, ein
Ein Glass Tower wäre nicht schlecht. Ich weiß aber nicht, ob in der Runde. Ah, ich weiß auch noch prinzipiell noch nicht so ganz, auf was wir jetzt spielen wollen. Nehmen wir den Snake noch mit. Ah, na komm, was soll's. Deshalb Early ist der ja richtig stark. So, was wollen wir denn noch? Ich glaube, ich baue wohl, wenn ich jetzt rolle. Nee. Ich nehme lieber mal den Glass, weil außer den Dice haben wir halt gerade noch gar nichts, was uns gegen den ersten Boss hilft. Und wir haben schon Runde 5. Oh, ein Pferd. Oh, das gibt uns auch Gold. An der Stelle. Ja, dann nehmen wir einfach mal noch rein. Und rollen. So, die kriegen jetzt schön Damage drauf. Ich glaube, ich muss den Royal Tower upgraden. Ich habe da so ein Gefühl. Oh, Bill. Leider nein. Ey, schon wieder zwei Kaffee. Was ist denn hier los? Soll ich noch einen dritten? Nee. Ah, ich habe noch. Naja, egal. Ich brauche den Platz für die ganz, ganz vielen Clover Tower, die nicht kommen. Also, einer wäre schon nice. Also, so langsam könnten mal welche kommen. Ah, da wären. Ja, komm, einen baue ich mal noch. Aber 2% beziehungsweise. 2x1% ist halt nicht viel. Da brauchen wir echt mal ein paar Clover Tower, damit die Chance nach oben geht. Okay, bis jetzt würden wir den Boss nicht besiegen können. Oh je. Oh, noch ein Dice. Jawohl, jawohl, der erste. Okay, so jetzt bekommt unser Pferd auch mal ein bisschen was. Runde 9, das heißt eine noch. Also nach der wird's kritisch. Oh Gott, das ist ja wirklich verdammt knapp. Ah, da wäre ein Dice gewesen und ich hätte noch 5 Gold gehabt. Aber ich muss rollen. Oh, das wäre natürlich noch viel besser gewesen, wenn ich aufgepasst hätte. Aber das sieht erstmal solide aus. So. Jetzt nehmen wir natürlich die goldene Gans. Ne? Ja. Wir wollen ja ganz viel rollen. Und wollen wir noch. Ich habe auch gar kein Gold für die. Wieso habe ich denn 7 Gold? Habe ich gerade. Nun, die Goose ging jetzt wahrscheinlich noch nicht los. Okay, na dann. Schon wieder 2 Kaffee. Ihr wollt mich doch verleiten.
Das Pferd können wir nehmen. Oh ja. Oh ja. Doppelt so viel Gold. Also 2 Gold. Und nächste Runde gibt es hier schön. Ja, da sparen wir uns das vielleicht. Aber Clever Tower lässt noch ein bisschen auf sich warten. Ja. Noch ein Pferd will ich eigentlich nicht. Eine Hydra sehe ich jetzt auch nicht. Die kommen ja gar nicht hier durch. So, Glass Tower könnte man noch. Naja. So sehr lohnt sich das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ah, nochmal 2 Snakes. Ich sollte jetzt wirklich mal zusehen, dass ich meinen noch einen Dice Tower kriege. Ja. Genau. So. Dice und Clever. Einmal räumen. Ja, schön. Sehr cool. Da sind das hier auf dem schon fast 4%. Oh, jetzt. Ach du Kacke, er hat auch einfach mal 70 Leben. Aber wir haben ein 40er Pferd. Ja, den Dice. Ich könnte den. Ja. Machen wir die noch auf 2. Alter, das lief die Runde ja viel besser. Ja, den Snake, den ignorieren wir jetzt doch mal. So. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch ein Level von den Dice Towern schaffe. Hätte ich alles auf 1 gemacht, hätte ich jetzt schon in Stufe 3. Ja. Aber so haben wir halt sehr früh, Runde 0 quasi, Runde 1, haben wir ja schon 2 gehabt. Okay. Drei Kaffee, ey. Was ist denn mit dem Spiel los? Ich glaube, das sagt mir, dass ich müde bin. Hier wird ein mehr Kaffee angeboten als bei der Großmama. So, jetzt könnte ich aber noch einen Clever gebrauchen. Ja. Und Runde 18. Puh. 900. Ja, das. Ja, mit den beiden schaffen wir das schon. Jawohl. Dankeschön. Jawohl. Dankeschön. Okay. Na, jetzt geht's so langsam.
Jawohl. Okay. Wie viel haben wir denn jetzt? 5. Also 2 mal 5,6, das heißt fast 11. Ne, über 11. Naja, es sind jetzt keine 200%. Aber ich denke, das reicht. 17 Gold. Dafür, dass wir hier keine Chest bauen durften, lief das doch recht gut. Und es läuft ja immer noch weiter, also. Okay. Dann auf zum Boss. Und wir hoffen mal das Beste. Ne? Also, wir haben ja 3 Türme mit über 100. Der geht auch einfach nur am ersten schon kaputt. Gut. Okay. Das war Runde Nummer 2 mit Die Snake, Glass und Horse und Clover. Gut. Gut. Ja. Das merken wir uns. Und jetzt. Oh, jetzt können wir mit einem Egg starten. Ob wir das überleben? Ob wir das überleben? Ich glaube, ich bin hier gezwungen, den TNT Tower zu spielen. So, Chests dürfen wir nicht. Bienen dürfen wir. Und Katzen. Puh. Dürfen wir auch nicht. Ich nehme noch eine Biene. Ich nehme noch eine Biene. Tower. Nee. Noch eine Biene. Nee, Moskito will ich auch nicht. Vielleicht hätte ich den TNT Tower upgraden sollen. Ich weiß es nicht. Honig. Oh, shit. Okay, das sieht schlecht aus. Hier nehmen wir auf jeden Fall das Upgrade, weil... Da hat sich das einfach mal in Honig verwandelt. Na, sieh an. Hier nehme ich mal die Forge. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Der Drache und das TNT. Aber das hilft halt gegen den Boss auch nicht. Das mit den Bienen war jetzt, glaube ich, nicht so smart. TNT Egg, ja. Das kann man schon mal machen.
Und mit den Bienen dazu, das ist ja viel zu slow und alles. So. Aber jetzt sind es 3 Runden, glaube ich. Nee, okay. So. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ich hätte jetzt gerne einen Obsidian, genau. Und wir nehmen mal hier den Obsidian Tower. Gold dafür. Ah, Gott, das reicht aber nicht. Das reicht bei weitem nicht. 10, 18, das sind 25 und das ist viel zu wenig. Das ist Kacke. Oh Mann. Mach ich noch ein Eck und dann. Nee. Ja, und nur. Eigentlich noch eine Biene wäre gut. Oder. Ach, das können wir jetzt uns ja nicht leisten. Ah, Mann. Okay. Oh, nee, das ist. Das tut doch weh, wenn. Ja, den Land gehen sehen. Na gut, na gut. Ja, schade. Aber die letzte Runde haben wir halt nicht gewonnen. Aber saucoole Challenge. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit dem Run. Und ja, vielen Dank an Ribberchief, vielen Dank an Robin, der die Challenge formuliert hat. Und also schaut gerne bei Ribberchief mal auf dem Kanal vorbei. Link findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und dann lässt sich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.